Tür. Ist so ein kleines bisschen wenigstens weg. So. Lagebericht des Außenpostens. Banditenüberfälle eingedämmt, Munitionsverbrauch hoch, Funkanlage immer noch defekt, zunehmende Bedrohung durch Kreaturen, Patrouillen erhöht, Kollateralschaden bei Übung, Akolyt Bernhard tödlich verwundet. Weitere Akolyten zur Ausbildung bei Patrouillengängen als Verlust gemeldet, Nahrungsreserven aufgestockt, jedoch unzureichend, ordnungsgemäße Ausbildung anhand der akuten Gefährdungslage unmöglich. Bitte um zeitnahe Aufstockung der Schlagkraft durch Mensch oder Maschine. Ja gut, nichts Verfängliches da drin. Schade. Denn eigentlich wollte ich hier keine weiteren Aufträge annehmen, weil Jax so viel schon auf der Schippe hat. Aber man kann ja vielleicht so sein Vertrauen gewinnen und dadurch schnattert er irgendwas aus, was er nicht ausschnattern sollte. Und dann hätten wir einen Verdächtigen mehr. Dem ist aber wohl nicht so. Ja gut, damit das denn nicht allzu lange da liegen bleibt, geht's direkt zurück zum... Nicht Dietrich. Da. Zu Balder. Balder ist in der Nähe der Kathedrale. Also erst zur Kathedrale, das dann abliefern. Mist! Mist, Mist, Mist! Erst einen Teleporter hier finden, sonst kommen wir nicht wieder so schnell zurück. Ja. Ja. Okay. Ist so laut. Jax und Falk lieben es doch, in der Wildnis rumzuturnen. Ja. Kalan zum Gruße, Suchender. Was führt dich zu mir? Oder bist du hier, um der Gemeinschaft deinen Tribut zu entrichten? Okay. Tribut entrichten? Das hatte ich nicht vor. Bedauerlich. Denn nur wer geben kann, wird eine göttliche Gabe zu schätzen wissen. Doch zur Sache. Ich kann dir nur begrenzt meine Aufmerksamkeit widmen. Meine Arbeit hier als oberster Suggestor lässt nicht viel Freizeit zu, wie du sicherlich verstehst. Bevor wir deinen Auftrag ablehnen, weil wir was anderes vorhaben. Hier. Hier, der Bericht des südlichen Außenpostens. Das ist ja interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, dass du als Meldegänger einberufen wurdest. Ich musste mir das Vertrauen für diese Arbeit erkaufen. Ah, verstehe. Unter diesem Gesichtspunkt kann das offizielle Prozedere getrost missachtet werden. Da, deine Aufwandsentschädigung. 100 Splitter. Ja, also hier ebenfalls noch ein Auftrag möglich, aber wie gesagt, wir haben viel zu viele. Interessant finde ich allerdings, dass Falk das gut findet, dass wir kein Tribut entrichtet haben, weil er ist ja die Personifizierung der Kleriker. Auf eine Art und Weise. Auf eine andere ist das aber ganz und gar nicht. Was wieder zu meiner Theorie führt. Ich denke, Kalan ist eine KI. Das wissen die Kleriker aber nicht. Und Falk ist ein Avatar von Kalan in Form einer entweder künstlichen Maschine, also ein Roboter, die halt sehr gut gemacht wurde. Wobei das wäre eine sehr hohe Technologie. Oder es ist ein Mensch, der entleert wurde geistig und dann ein Teil von der KI wurde eingesetzt in den dadurch frei gewordenen Geist. Und so lernt Kalan seine eigene Religion kennen, um zu verstehen, was die Leute da machen. Weil sie bieten ihn als Gott an und er kann wohl nicht richtig mit ihnen kommunizieren oder so vielleicht. Ja, also er hat irgendwas auf jeden Fall damit zu tun. Deswegen wäre es verständlich, dass Falk es nicht gut findet, dass hier Tribute errichtet werden für einen Gott, damit der Gott mit ihnen redet. Denn nur Kalan wird denjenigen offenbart werden, die spenden. Was ja in vielen Religionen der Fall ist. Ne? Kalan findet es halt nicht toll, dass seine Religion so missbraucht wird. Es klingt ein wenig abgefahren, ich weiß. Aber das fände ich sinnig und sehr interessant. Hier, du.
Oswald. Oswald hatte ein Strich morgens und drei Striche für abends. Kein für die Nacht. Was weißt du über den Elex-Handel hier im Hort? Du solltest dich nicht damit beschäftigen, mein Sohn. Reinhold und Dietrich nehmen sich dieser Sache an. Ich weiß nur, dass jeder, der damit zu tun hat, jetzt sehr vorsichtig sein sollte. Kalan wird die Unreinen bestrafen. Sei dir dessen immer bewusst. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Okay, ich mach mal ein V dahinter für verdächtig. So leset die Schriften des Propheten Arvid, auf dass ihr erleuchtet werdet. Und gerade Menschen, die immer zu sehr eine Sache sind, sind verdächtig. Also, jetzt in dem Fall, es ist ein religiöser Orden und er da scheint ein wenig extremer zu sein als die meisten. Das ist schon mal auffällig. Denn Leute, die etwas vertuschen wollen, machen sowas ganz gerne. Dass sie halt den Kern der Sache nehmen und versuchen, möglichst extrem darzustellen, um halt nicht aufzufallen. Aber dadurch fallen sie in meinen Augen mehr auf. Wo ist jetzt Siegfried? Also an Oswald konnte ich mich erinnern. Dem hatten wir auch gesprochen. Jax wäre aber auch der Meinung, wir wären noch mit Siegfried zusammengekommen. Und auch dem anderen, dem Hagen. Ja, da ist Hagen, das ist der Kampflehrer. Aber Siegfried taucht ja nicht auf. Siegfried ist der andere Verdächtige, weil Hagen hat der Prophet gab uns die heiligen Schriften, jemanden, der ihn gesehen hat. Aber es ist nur einer, der ihn gesehen hat, glaube ich. Das heißt, er kann gelogen haben. Sprechen wir auch mit ihm. Aber eigentlich würde ich ganz gerne mit Siegfried sprechen. Da habe ich leider nur keine Ahnung, wo der gerade ist. Noch weiter Richtung Norden. Ist ja doch recht weitläufig hier, ne? Unterschreiben würde ich das nicht. Du bist also der Kampfausbilder. Richtig. Das Training, das ich verlange, beschränkt sich nicht auf rein körperliche Kraft. Auch die Kraft des Geistes und der Wille, für Kalan zu sterben, stehen bei mir im Vordergrund. Nur die reinsten, stärksten und klügsten dürfen sich meinem Training unterziehen. Seit dieser verdammte Meteor herunterkam und das Elex mitbrachte, gibt es auf dieser Welt Krieg. Wir sind diejenigen, die ihn beenden werden. Vergiss das niemals. Du sagtest, du bist ein Regent. Ganz richtig. Nur ein Regent darf eine Rüstung wie meine tragen. Wir Regenten sind aber nicht nur Krieger Kalans mit besonderen Fähigkeiten. Wir sind auch Forscher, immer auf der Suche nach neuen Einsatzmöglichkeiten für Elex. Wie steht es um euren Kampf gegen die Alps? Schlecht. Wir haben viele gute Männer draußen verloren. Nur Judikator Ulbrichts genialer Kriegsstrategie ist es zu verdanken, dass der Hort noch nicht von unseren Feinden überrannt worden ist. Wie kann ich ein Regent werden? Warte, du meinst das ernst? Ja. Also, zuerst musst du zu Judikator Reinhold gehen und beweisen, dass du ein würdiges Mitglied der Kleriker sein kannst. Falls er dich anerkennt, wirst du zuerst einmal nur ein einfacher Akolyt. Wir haben verschiedene Ränge hier und niemand, egal was er getan hat, wird einen überspringen. Wenn du es tatsächlich schaffen solltest, ein Akolyt zu werden, dann erst kannst du vielleicht zu einem Legaten aufsteigen. Und nur Legaten sind überhaupt berechtigt, zu einem Regenten, wie ich einer bin, befördert zu werden. Du siehst, du hast eine weite Reise vor dir, wenn du meinen Rang möchtest. Okay, ein Monat maximal, dann haben wir das auch. War aber sonst manche Dinge lässt man besser vergraben. Hilfreich. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Bleibt nur Siegfried. Was ist das denn da? Hat wohl irgendjemand hier verloren. Wird mal konfisziert.
Godehard, Rüstmeister, Kathedrale, Ferdinand, Eva und Martha. Martha! Ich glaube, Eva war in der Kantine, da könnten wir uns was zu essen abholen. Martha müsste dann die Schriftgelehrte sein, für die wir noch in das Archiv rein sollen. Muss ich dir das zweimal erklären? In der Verwaltung waren wir gerade eben. Drehen wir hier nochmal eine Runde, vielleicht finde ich ja den Siegfried. Ansonsten... Da war kein Boden mehr. Ja, ansonsten dürfen Jax und Falk nochmal komplett nach unten laufen. Aber da schauen wir denen nicht über die Schultern, denke ich mal. Die Reise selber ist ja nicht besonders spannend. Die können ja vor allem weglaufen, was gefährlich ist. Das hier ist so eine private Kammer, oder wie sehe ich das gerade? Ring des Klerikers. Oh ja, das dürfen wir nicht mitnehmen. Ja, ist nur eine private Wohnung. Entschuldigung. Hier ist ebenfalls nichts außen dran, also... Oh, verboten, ja, nee. Ebenfalls eine private Wohnung. Das hier eigentlich für Dinger? Das sind Nachrichten, ne? Können leider nicht gelesen werden. Kantine. Ja, da war Martha mit ihrer Suppe. Kolüten. Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Oh. Aber wir haben doch inzwischen geschlafen. Na gut, waren wir keine ganzen 24 Stunden zusammen mit dem Marsch nach Süden und wieder hier teleportieren und so weiter. Den halt nicht. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Wow, super spannend. Nee, wir machen mal nicht seine Arbeit hier. Das ist der einzige aktive Schacht. Hm. Privatwohnung. Kurz reinschnüffeln ist okay. Wenn wir, oh, ist aber nur ein Durchgang. Also kurz in Privatwohnung reinschnüffeln ist okay, denke ich mal. Damit wir gucken können, ob da irgendwelche verfänglichen Pakete sind. Ja, war Siegfried vielleicht bei der Wache? Da sind die Gefangenen, die waren nicht gerade sehr rätselig, bis auf der eine Typ, der Hilfe wollte. Ich werde nicht. Der eine. Eine Sünde. Nee, hier oben war der andere Typ, der schon wieder weg ist. Kann Jax den bis hier hinten hören? Aber Vater, nein. Nein. Noch nicht. Ich kann nicht. Ja, es ist ein sehr interessanter Kostüm hier drin. Wird mich retten. Nee, wird er nicht. Er wird gucken, wie du in den Lavagrube hoppst. Es gab aber die Verdächtigen. Gibt nur den einen Eingang hier bei der Wache, ne? Ah, Auswald ist hinter uns und schon sind wir wieder hier draußen in dem Bereich. Ja, das Archiv. Da waren wir noch nicht näher drin, weil wir eigentlich gar nicht rein dürfen. Aber bisher hält uns niemand auf. Halt! Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du?
Du hast einen Arzt und eine Amme? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Nein, das frage ich nicht. Eine Sache noch zum Archiv. Wir könnten sie verpfeifen. Hier soll ein Exemplar von Abids Lehren ausliegen. Richtig, und so soll es auch bleiben. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Was steht in dem Buch? Seine Weissagungen und Lebensgrundsätze, an denen wir uns orientieren. Der Großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen Geist schwer verständlich. Gib mir einfach einen kurzen Abriss. Das kann ich nicht. Auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde, Seite um Seite zu lesen, blieb mir der Inhalt verschlossen. Wie ich schon sagte, nur wenige sind dazu berufen, seine Worte im Ansatz zu verstehen. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Dafür leben aber von beiden Fraktionen wesentlich mehr als von euch, ne? Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Kommt es dabei oft zu Zwischenfällen? Wenn eine Expedition gut geplant wurde, nicht. Natürlich gibt es auch Einsätze, die nicht reibungslos verlaufen. Aber wir gehen immer öfter dazu über, unsere Maschinen so gut es geht für diese Aufgabe einzuspannen. So. Mehr kann ich dir jetzt aber nun wirklich nicht erzählen. Die Fragestunde ist beendet. Ja, na gut. Kampf. Also Siegfried scheint nicht hier drin zu sein. Das heißt, Falk und Jax machen jetzt mal auf die Suche. Gehen jetzt nochmal Stück für Stück die ganze Stadt durchsuchen nach dem Siegfried. Wenn sie ihn gefunden haben, dann... Ja, wenn sie ihn finden, dann sehen wir eventuell den Ball wieder über die Schulter und befragen Siegfried. Oder sie gehen nach Süden und aktivieren den Teleporter da noch. Und erst dann schauen wir ihn wieder über die Schulter. Weil es ist ja einfach nur, ne, Zeitverschwendung, das Ganze nur mit zu beobachten. Also sehen wir sie gleich wieder.